Hallo meine Hübschen, herzlich willkommen zum Vollmond-Reading für den Monat Mai. Meine Lieben, es tut mir leid, dass es in den letzten Tagen ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal geworden ist. Ich hatte einen Zeckenbiss, der mich zumindest energetisch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ich weiß auch, dass ich mit den Sternzeichen-Readings ein bisschen in Verzug bin, aber ich bin wieder hier. Ab jetzt geht alles wieder ganz normal seine Gänge. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, dass es bei mir wieder weitergeht. Wie immer bei meinen Vollmond-Readings bzw. auch bei meinen Neumond-Readings drehe ich am Anfang so ein kleines Intro, um die allgemeinen Energien des, des Mondes für euch zu erklären. Ihr findet unten in der Infobox findet ihr einen Hinweis, wann ihr dieses Intro überspringen könnt für diejenigen, die sich mehrere Elemente anschauen. Aber ich würde euch trotzdem anraten, es euch einmal anzuhören, damit ihr wisst, welche Energien so generell aufs Kollektiv einwirken. So, ich habe jetzt mal aus meinem Moon Oracle, habe ich mal die Karte für den Vollmond im Skorpion rausgelegt. Genau, wir haben am Donnerstag, den 7.5. einen Vollmond im Zeichen der Skorpion. Und hier steht drauf, it's time to release negativity. Also es ist an der Zeit, Negatives loszulassen. Und ich habe jetzt hier noch den Hierophanten rausgelegt und die Karte Tod. Der Tod ist dem Skorpion zugeordnet. Der Hierophant ist dem Sternzeichen Stier zugeordnet. Und beim letzten Neumond im Zeichen des Stiers habe ich ja gesagt, es geht darum, sich wirklich neue Strukturen zu schaffen, sich Gedanken über seine eigenen Wertvorstellungen zu machen, langfristig neue Pläne zu schmieden. Und nun, dieser Vollmond im Zeichen der Skorpion, und der Skorpion steht ja für das Stirb- und Werde-Prinzip, geht es wirklich darum, das, was man vielleicht seit dem letzten Neumond im Zeichen des Stiers, was man da so für sich festgelegt hat, was man da für sich so als wirklich noch wertvoll und als wichtig definiert hat, dass alles andere jetzt wirklich loszulassen. Ne? It's time to release negativity. Also es ist wirklich an der Zeit, gehen zu lassen, endgültig. Ne? Der Tod steht immer für endgültig. Gehen zu lassen, was einen daran hindert, in dieses Wertesystem reinzufinden, was einen daran hindert, seine langfristigen Ziele anzustreben. Sehr interessant. Ich bin auch wirklich gespannt, was gleich bei den einzelnen Elementegruppen rauskommen möchte, denn ich habe das Gefühl, ich werde in den nächsten Tagen auch noch Readings machen zu den ganzen rückläufigen Planeten, denn der Mai ist voller rückläufiger Planeten. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich spüre diese ganze Energie schon. Ne? Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber diese ganzen rückläufigen Planeten, das ist wirklich nochmal so eine Bestandsaufnahme. So eine Bestandsaufnahme von den Dingen, die gehen. Man wird nochmal in irgendeiner Art und Weise an alte Themen, an alte Muster, an alte Glaubenssätze, an alte Verhaltensweisen herangeführt. Aber um sie wirklich gehen lassen zu können. Und mehr habe ich jetzt hier am Anfang gar nicht zu sagen, außer es ist wie immer ein allgemeines Reading. Bitte spürt in euch hinein, ob ihr euch in dieser Legung wiederfindet. All diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal sind, ihr findet unten in der Infobox alles, was ich mir so bei meinen Readings denke. Gut, ich lasse das hier so stehen und dann fange ich jetzt direkt an mit den einzelnen Elementen. Bis gleich, meine Lieben. Hallo meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen zu eurem Vollmond-Reading. Ich habe mir für euch, um euer Thema ein bisschen spezifischer zu machen, noch zwei Orakelkarten aus dem Deck springen lassen. Und aus dem Moonology, heißt das so? Ganz kurz, sorry. Ja, Moonology, Orakel. Fiel für euch die Karte Be Bold and Make the First Move. Also es geht darum, sei stark und mach den ersten Schritt. Genau diese Karte fiel auch bei den Erdzeichen. Also ich glaube, dieser Skorpion-Vollmond möchte wirklich, dass wir uns was trauen, ne? Dass wir uns trauen, diese Veränderung zuzulassen, dass wir uns trauen, den ersten Schritt in die neue Richtung zu gehen. Die zweite Karte, die für euch aus dem Deck fiel, ist die Karte Wunder aus dem Herzenfühlen-Orakel. Und hier steht drauf, Wunder geschehen, wenn du deinen schönsten Träumen mehr Aufmerksamkeit schenkst als deinen Ängsten.
Und wie gesagt, meine Lieben, vielleicht habt ihr Erdzeichen in eurem Geburtshoroskop, vielleicht habt ihr mit einem Erdzeichen zu tun, vielleicht seid ihr umgeben von viel Erdenergie, denn ich nehme hier tatsächlich eine sehr ähnliche Energie, wie in diesem Erdzeichen-Reading war. Da ging es nämlich auch darum, seine eigenen Träume zu verwirklichen. Und ich habe das Gefühl, bei euch geht es ein bisschen darum, die Wunder des Lebens in euer Leben zu ziehen. Es geht ein bisschen mehr darum, den Fokus auf eure Wunder, auf eure Träume, auf eure Ziele zu legen und den Ängsten nicht so viel Futter zu geben, in welcher Form auch immer. Ich möchte euch jetzt zu dieser Wunderkarte gerne den Text vorlesen, denn der ist wunderschön. Und zwar: Wunder geschehen, wenn du deinen schönsten Träumen mehr Aufmerksamkeit schenkst als deinen Ängsten. Bleibe in der Liebe positiv und du wirst die Magie des Lebens bald erkennen. Bist du wirklich schon bereit, Wunder in dein Leben zu lassen? Manchmal fühlt sich Partnerschaft an wie ein niemals endender Kampf. In dieser Zeit werden viele Wünsche in den Himmel geschickt. Das Universum kennt zwar keine Zeit, aber dennoch wird dein Entwicklungsweg immer mit Wundern belohnt. Sei dir jedoch bewusst, dass ein Wunder nicht immer deiner festen Vorstellung entspricht, aber dennoch so viel Magie in sich trägt, dass es dich förmlich vor Glück umhauen wird. Botschaft, die ich mit dieser Karte bekomme, ist vor allem dieses: Vielleicht ist dein Weg anders, als du ihn dir in deinem Kopf ausmalst. Und das könnt ihr ja sehr gut, meine lieben Luftzeichen. Ne? Ihr seid ja sehr strategisch, ihr seid sehr, sehr logisch, sehr bedacht. Ne? Ihr habt auch eine hohe Wahrnehmung. Und vielleicht geht es darum, dass es darum geht, einen anderen Weg einzuschlagen als den ihr ursprünglich geplant hattet. Nichtsdestotrotz geht es wirklich darum, it's time to release negativity. Also es geht darum, diese Ängste loszulassen, vielleicht auch wirklich an Wunder zu glauben. Ich habe das Gefühl, es gibt eine wunderschöne Energie für euch, aber ihr müsst in irgendeiner Art und Weise eben diese Negativität loslassen und vielleicht auch den ersten Schritt Richtung Wunder gehen. Aber wir fragen jetzt gleich mal nach, meine Lieben. So. Liebes Universum, gib mir die Botschaft für meine Luftzeichen zu diesem Vollmond im Zeichen des Skorpions. Was darf ich meinen Luftzeichen zu diesem Vollmond sagen? 9 Kelche. Wundervoll. Königin der Schwerter. Sieben Kelche und die 8 Münzen. Ich möchte aber jetzt erstmal kurz auf die 2 Karten eingehen. Der erste Impuls, den ich zu diesen beiden Karten gerade erhalten habe, ist, die 9 Kelche stehen für die Wunscherfüllung, stehen für das, was ihr haben wollt. Das steht für eure Wunder. Und die Königin der Schwerter, das ist eure Energie, meine lieben Luftzeichen. Und ich habe das Gefühl, sie verteidigt ihre Wunder. Sie verteidigt ihren Wunsch. Ne? Sie hält da diese 7 Kelche und diese 8 Münzen. Da frage ich gleich noch genauer nach, warum die hier liegen. Aber sie hält das von sich, ne? als würde sie ihre Wünsche beschützen. Ich glaube, darum geht es, meine lieben Luftzeichen. Ich glaube, es geht darum, euch nicht in irgendeiner Art und Weise einreden zu lassen, dass ihr das nicht könnt. Oder die 7 Kelche, die 8 Münzen. Haltet Illusionen von euch fern. Haltet Energien von euch fern, die irgendwie mit Gefühlschaos zu tun haben, die irgendwie bei denen euch nicht ganz klar ist, wo ihr gerade rein investiert.
Wirklich, diese beiden Karten, die schreien mich gerade an. Beschützt eure Träume, beschützt eure Wunder, beschützt eure Wünsche. Steht dazu, lasst da nichts rankommen. Ich würde gerne wissen, warum die sieben Kelche und die acht Münzen hier liegen. Liebes Universum, warum liegen die sieben Kelche und die acht Münzen hier? Vielleicht sagt euch jemand, dass das nicht geht. Ne? Vielleicht will euch jemand irgendwie sagen, hey, deine Wünsche sind eine Illusion oder deine Wünsche, das, was die neuen Kelche für dich verkörpern. Ich habe das Gefühl, das ist diese sieben Kelche zumindest, ist Fremdenergie, ist etwas, was euch sorry, meine lieben Luftzeichen, mir schießen gerade so viele, viele Gedanken durch den Kopf zu diesen beiden Karten. Okay, ich brauche jetzt eine Karte dazu, liebes Universum. Der Stern. Der Stern steht für die Wunder. Der Stern steht für das, woran man glaubt. Der Stern steht für die Hoffnung, steht für die Wunscherfüllung. Und die sieben Münzen. Interessant. Acht Münzen, sieben Münzen. Ich glaube, es geht darum, zu erkennen, was euch vielleicht in irgendeiner Art und Weise die Hoffnung nimmt, dass ihr dahin kommt, wo ihr hin wollt. Welche Energien müsst ihr von euch fernhalten mit dieser Todkarte? Time to release negativity. Was muss hier im Außen oder von außen oder was muss hier in Heilung gebracht werden? Was gießt ihr? Die Frau auf den, upsala, die Frau auf den sieben Münzen hier, die gießt ihren Baum. Ne? Wo investiert ihr denn gerade rein? Wo steckt ihr Zeit rein? Ne? Wo steckt ihr Arbeit rein? Schweiß, Blut, Liebe, Geld, was auch immer. Bringt euch das euren Wünschen näher oder nicht? Ist das das vielleicht, was ihr erkennen dürft? Ist das das, was ihr in Heilung bringen dürft? Dass ihr vielleicht in eure Zeit und eure Aufmerksamkeit, eure Energie in Dinge steckt, dass ihr versucht, was hochzuziehen, was euch irgendwie aber hindert, dahin zu kommen, wo ihr euch hinträumt. Die neun Kelche, als auch der Stern, das sind beides Karten der Wunscherfüllung. Und ich habe das Gefühl, wenn ihr es schafft, euch dieses Stirb- und Werde-Prinzip des Skorpions für euch greifbarer zu machen, für euch klarer zu machen und eben diese Königin der Schwerter zu sein und zu sagen, hey, ich weiß genau, wo ich hin will. Und ich lass mich von diesen sieben Kelchen hier nicht abbringen von meinen Wünschen. Ich lasse mir meine Wünsche nicht ausreden. Interessant. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt hier bei euch viele Fragezeichen. Irgendwie. Viele Fragezeichen. Worin investiert ihr denn eure Zeit? Ich hätte gerne mal eine Zusatzbotschaft. Ich habe das Gefühl, hier gibt es eine Info, die ich noch nicht sehe. Eine Zusatzbotschaft für meine Luftzeichen, liebes Universum. Eine Zusatzbotschaft. Die zehn Schwerter und das Ass der Stäbe. Zehn Schwerter sprechen davon, es ist, ne, die Zeit des Kämpfens ist vorbei. Die Zeit, sich so zu fühlen, als würde man am Boden liegen. Und das ist vorbei. Das ist das, was die Königin der Schwerter hier von sich fernhält, weil sie an Wunder glaubt. Also ich will hier gar nicht so extrem träumerisch klingen, weil vor allem ihr, ne, ihr wollt es gerne logischer haben, aber ich habe wirklich das Gefühl,
Irgendwas mit Hoffnung. Ich habe das Gefühl, ihr führt hier Kämpfe, die euch eure Hoffnung nehmen. Eure Hoffnung auf dieses neue Leben, auf diese neue Lebensenergie, auf einen Neuanfang, wirklich Kreativität, Leidenschaft. Ich meine, hier liegen die 8 Münzen. Vielleicht geht es bei euch in irgendeiner Art und Weise um Jobsituationen, um neue kreative Projekte, neue kreative Ideen. Und vielleicht habt ihr Angst, ne? Oder vielleicht sind das eure 7 Kelche, dass ihr das nicht könnt oder dass ihr das nicht hinkriegt. Aber ich habe hier sehr stark das Gefühl mit diesen beiden Wunscherfüllungskarten, dass ihr euren Träumen, euren Wundern näher seid, als ihr das vielleicht seht. Ich würde gerne mal wissen, so, wir fragen jetzt mal ein bisschen konkreter. Es geht ja hier darum, make the first move, ne? Sei stark und mach den ersten Schritt. Warum liegt das hier für euch, liebes Universum? Warum liegt das hier für meine Luftzeichen? Warum liegt hier, sei stark und mach den ersten Schritt? Die 2 Kelche. Interessant. Wirklich sehr ähnlich zum Erdzeichen-Reading vielleicht. Und der Ritter der Stäbe. Also der Ritter der Stäbe, das ist definitiv der impulsiveste Bursche hier im ganzen Tarot-Deck. Der folgt seinen Impulsen, der folgt seinen Ideen. Der traut sich auch was. Ne? Be bold, also sei stark, der traut sich was. Eine Karte noch zu diesen beiden Karten. Eine Karte noch zu den 2 Kelchen und zum Ritter der Stäbe. Vielleicht geht es wirklich darum, die Mäßigkeit. Vielleicht geht es wirklich darum, einen ersten Schritt auf jemand anderen zuzumachen. Ich nehme den Ritter der Stäbe als eure Energie wahr. Gebt mir eine Sekunde hier. Das hier ist gerade so eine komplexe Energie. Was ich definitiv wahrnehme, ne? Ihr wünscht euch diese Begegnung auf Augenhöhe, diese 2 Kelche. Ihr wünscht euch diese wundervolle Beziehung, diese Beziehung, die wirklich innere Ruhe mitnimmt, mitbringt, so eine wunderschöne innere Gelassenheit mitbringt. Ende der 10 Schwerter. Einen Neuanfang, vielleicht auch einen Neuanfang in der Liebe. Und vielleicht müsst ihr den ersten Schritt in diese Richtung tun. Vielleicht müsst ihr wirklich wieder daran glauben. Hier dieser Skorpionmond, es geht ja darum, diese negativen Energien loszulassen, das Stirb- und Werde-Prinzip. Vielleicht haltet ihr es für eine Illusion. Vielleicht glaubt ihr nicht mehr an die Liebe. Und auch das habe ich den Erdzeichen gerade gesagt. Vielleicht bringt dieser Skorpion-Vollmond den Glauben an andere Menschen zurück, wenn man erkannt hat, was man hinter sich lassen muss, ne? Welche negativen Energien man hinter sich lassen muss. Ich will noch eine Zusatzbotschaft, liebes Universum. Was darf ich denn hier meinen Luftzeichen sagen? An der Unterseite des 6, mein lieben Luftzeichen, die 10 Kelche. Auch die fielen gerade im Erdzeichen-Reading. Also, ob ihr Erdzeichen habt oder nicht, oder ob ihr mit einem Erdzeichen zu tun habt oder nicht, ich würde euch raten, schaut euch mal das Erdzeichen-Reading an, weil vielleicht gibt es euch in eurer Situation noch einen weiteren Impuls. Ich habe das Gefühl, diese beiden Readings sind sehr ähnlich. Ich meine, es kann auch einfach die kollektive Energie des Skorpionmondes sein hier. Aber, wow. Okay, meine Lieben. Krass. Mhm. Also, die Botschaft, die ich für euch habe, ist 3 Schwerter, 7 Schwerter, Teufel. 3 Schwerter, 7 Schwerter ergibt 10 Schwerter. Ich glaube, das, was bei euch hier sterben darf, sind karmische Themen. Hier mit dem Teufel.
Vielleicht seid ihr in der Vergangenheit verletzt worden, vielleicht seid ihr in der Vergangenheit belogen worden, betrogen worden. Ne? Vielleicht gab es viele, viele Fragezeichen, vielleicht gab es viele Illusionen, viele Dinge, die euch nicht klar waren. Definitiv sehe ich hier bei euch in der Vergangenheit richtig blöde Energie. Aber dieser Skorpion-Vollmond möchte euch dazu aufrufen, wirklich diese 10 Schwerter zu verlassen, die Vergangenheit ruhen zu lassen, in diese Heilungsenergie, in euch selbst zu kommen, wieder an eure Träume zu glauben, wieder an die Liebe zu glauben, ne, an die erfüllte Liebe zu glauben, wieder an ein erfülltes Leben zu glauben, an ein Leben, das wirklich Spaß macht, das sich gut anfühlt. Und eure negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht mehr, ne, es geht ja wirklich darum, release negativity, das, was euch passiert ist, nicht mit ins Morgen zu nehmen. Denn das, was euch passiert ist, das könnt ihr im Hier und Jetzt, eure Vergangenheit kann man im Hier und Jetzt, kann man nicht mehr ändern. Aber man kann die Einstellung ändern. Man kann das Vertrauen zu sich ändern. Dass man nicht mehr in solche Situationen gerät, wie man vielleicht in der Vergangenheit hatte. Genau darum geht es hier. Meine Lieben, ich glaube, es geht da, bei euch geht es darum, diese innere Balance wieder zu bekommen, wieder den Glauben an die Liebe zu finden, den Glauben an andere Menschen, nur weil man mal verletzt wurde. Ne? Jeder von uns wurde schon mal richtig hart verletzt. Also ich würde mal behaupten, jeder, der Tarot-Readings schaut, wurde schon mal richtig hart verletzt, wurde schon mal richtig hart belogen, wurde schon mal richtig hart betrogen. Es bleibt für euch so lange ein Teufelthema, eine negative Anhaftung, bis ihr es wirklich loslassen könnt. Und dafür braucht man diese Stärke. Lasst los, was euch passiert ist. Denn ich finde es wundervoll, meine lieben Luftzeichen, dass ihr hier dreimal als Königinnen erscheint. Königin der Schwerter, Königin der Stäbe, Königin der Kelche. Ihr könnt wirklich, ihr könnt aus all dem, was ihr leider erfahren musstet, all unsere negativen Lernerfahrungen mussten wir machen, um einen gewissen Erfahrungsschatz zu bekommen. Lernt euch selbst zu vertrauen. Das sagen mir diese beiden Königinnen. Die Königin der Stäbe, die ist absolut selbstbewusst, die ist absolut, ne, die weiß, was sie will, die ist stark, Feuerenergie. Die Königin der Kelche, die ist super intuitiv, die ist super feinfühlig, die kriegt das mit. Hier geht es wirklich darum, euer Vertrauen zu euren Impulsen und zu euren Entscheidungen zu stärken, den ersten Schritt raus aus eurer Vergangenheit zu machen, diese Heilungsenergie in euer Leben zu lassen und zu euren Wünschen zu stehen, eure Wünsche zu verteidigen, wieder an die Liebe zu glauben und alle negativen Energien, in welcher Form auch immer sie sein mögen, von euch zu halten, Situationen von euch fernzuhalten, die sich nicht so klar zeigen. Ne? Es geht ja, ich habe ja hier gerade bei der Königin der Kelche schon gesagt, es geht hier wirklich um die intuitiven Fähigkeiten. Und wenn ihr in irgendeine Situation geratet, sei es in der Liebe, sei es im Privatleben, sei es im Berufsleben, egal, ne? Egal in welcher Situation, wenn das für euch eine Situation der 7 Kelche ist, ne? Wenn da für euch nicht sofort klar ist, was habe ich davon, was will derjenige von mir, dann seid die Königin der Schwerter und verteidigt eure Wünsche, verteidigt eure neuen Kelche, haltet das fern von euch, um eure innere Balance nicht wieder zu gefährden. Das, was hier losgelassen werden muss, ne? Release Negativity, ist das Gefühl zu euren negativen Erfahrungen. Eure negativen Erfahrungen einfach in Anführungsstrichen, als Teil eures Weges zu sehen. Diese Themen, ich habe es gerade schon gesagt, hat jeder von uns erlebt. Und wenn man es schafft, den ersten Schritt zu machen und zu sagen, hey, es hat dazugehört, es war halt Teil meines Weges, egal wie schlimm es war, egal wie schmerzhaft es war, egal was mir da passiert ist, es war Teil meines Weges, ich kann es doch nicht ändern, aber ich kann ändern, was in Zukunft auf mich zukommt, indem ich meine Träume
Beschütze. Wow, meine lieben Luftzeichen, wundervolles Reading bisher. Ich glaube, es geht wirklich darum, den Standpunkt zu diesen Themen für euch zu verändern. Ne? Nicht mehr zu sagen, hey, alles ist ein Kampf und alles ist scheiße und das Leben ist schwer und Menschen sind scheiße und ne, ich gerate eh immer nur an die Falschen. Ihr habt das in der Hand. Ihr habt das in der Hand, an wen ihr künftig geratet. Indem ihr euch selbst vertrauen lernt und indem ihr wirklich lernt, diese Königin der Schwerter zu sein und zu sagen, alles, was sich für mich nicht ganz klar darstellt, halte ich fern. Ich lasse das nicht ran. Ich habe aus meinen Erfahrungen gelernt. Ich habe mich aus all diesen Themen geheilt. Wow, meine lieben Luftzeichen. Gut, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading. Da werde ich auf alles noch ein bisschen genauer eingehen. Ich möchte wissen, welche Blockaden ihr habt. Ich hätte gerne Botschaft aus eurem Unterbewusstsein, Rat des Universums. Und ja, dann schauen wir uns mal, wo wir uns da so hinleiten lassen. Für all diejenigen, die sich das Zusatzreading nicht anschauen, ich hoffe trotzdem, dass hier Impulse dabei waren, die euch helfen in eurer Situation gerade. Wirklich, das hier, der Stern und diese drei Karten, das ist das, was der Skorpion-Vollmond für euch transformieren möchte. Das eigene Gefühl zu euren Erfahrungen. Gut, meine Lieben, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!